Ja, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam Gottesdienst feiern können, so als ganzer Bezirk. Und ich habe gedacht, ich bringe euch zum Einstieg mein Handy mit. Also ein Handy, das ist ja eine praktische Sache. Ich nutze es sehr gerne im Auto, so als Navi. Aber man ist relativ schnell aufgeschmissen, wenn man irgendwo unterwegs ist, wo man sich nicht auskennt und plötzlich der Akku leer ist. Also ich war jetzt in der Fränkischen Schweiz unterwegs den Sommer und irgendwann ist der Akku relativ knapp geworden. Ich habe glücklicherweise noch nach Hause gefunden. Aber wenn er leer gegangen wäre, ich war die Strecke schon gefahren, es hätte geklappt, aber ich weiß auch nicht, ob ich dann so beruhigt nach Hause gekommen wäre. Und so wie so ein Handy relativ unbrauchbar ist, wenn der Akku einfach nicht geladen ist, okay, du kannst das Ding vielleicht noch deinem Partner an den Kopf schmeißen oder deinen Eltern, wenn du gerade sauer bist, aber zu viel mehr taugt es eigentlich auch nicht. Und bei uns Christen ist es ähnlich. Wenn unser geistlicher Akku leer ist, dann wird's schwierig. Dann ist es zwar irgendwie nett, zusammenzuhocken und dann ist es nett, den Posaunenchor zu hören und irgendwie Gemeinschaft zu haben, aber dann ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Wille, du hast vorhin schon gesagt, ich rede heute zum Thema Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt ist ja die Frage, wie geht es und warum ist es für uns als Christen so existenziell wichtig? Es ist ein persönliches Thema, was ich uns heute mitgebracht habe. Zum einen, weil es ein Thema ist, was jeden Einzelnen von uns betrifft. Und zum anderen, weil es ein Thema ist, das ein intimes Thema ist, nämlich weil es deine und Gottes Beziehung angeht. Und mein erster Punkt für heute Abend ist, du kannst den Heiligen Geist kennenlernen. Du kannst eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist haben. Ich weiß nicht, ob das für dich ein neuer Gedanke ist oder ob das für dich ein bekannter Gedanke ist. Für mich wäre dieser Gedanke bis vor ein paar Jahren tatsächlich relativ neu gewesen, wenn den irgendwer in der Predigt erwähnt hätte. Und ich mag dich einfach einladen, dich heute auf diesen Gedanken einzulassen. Und ich habe uns einfach mal so ein paar Facts mitgebracht zum Heiligen Geist, aus dem Alten Testament. Ich gehe da relativ schnell durch. Das ist einfach nur noch mal die Grundlage, damit ich jetzt nicht irgendwie von was ausgehe, was vielleicht nur die Hälfte weiß und dann die Hälfte sagt, hey, über was redet er denn heute Abend eigentlich? Genau. Der Heilige Geist ist eine Person der Dreieinigkeit, also er ist Gott selbst und er existiert seit Anfang der Weltgeschichte. Ganz am Anfang in der Bibel lesen wir, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Im vorderen Teil der Bibel, dem sogenannten Alten Testament, da sehen wir den Heiligen Geist vereinzelt auftreten. Er tritt vereinzelt auf und erfüllt einzelne Menschen für bestimmte Aufgaben für eine ganz bestimmte Zeit. Also sehr temporär begrenzt. Genau, klickt ihr einfach weiter. Genau, wir sehen das bei Propheten, wir sehen das bei Richtern, also sozusagen das Vorläufermodell von den Königen. Dann bei den Königen selber, vom Messias lesen wir, dass er vom Heiligen Geist erfüllt sein wird, was dann später auch eintrifft, also vom Retter der Welt. Und dann lesen wir es von Künstlern. Im Alten Testament finden wir einen Künstler, der wird beauftragt, so ein bisschen die ganzen Lobpreisgeräte zu bauen und zu konstruieren. Und dort lesen wir im zweiten Buch Mose, dass er vom Heiligen Geist erfüllt wird. Und seit Pfingsten wird jeder, der zum Glauben an Jesus Christus kommt, so wie du es vorhin auch vorgelesen hast, Wille, mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und wir können sagen, seit Pfingsten ist der Heilige Geist Gott auf der Erde. Und damit erfüllt sich eine Prophezeiung, die ganz am Ende vom ersten Teil der Bibel steht, nämlich aus dem Propheten Joel. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über die Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume haben und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden Weissagen. Und das Ganze erfüllt sich dann in der Apostelgeschichte, nämlich an Pfingsten selber. Am Pfingsttag waren alle versammelt, plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturmes und erfüllte das ganze Haus, in dem sie versammelt waren.
Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Genau, ich habe das hier einfach nochmal als Übersicht zusammengefasst. Das ist so ein bisschen die Vorschau zu der Geschichte, die ich mit euch heute Abend ein bisschen näher anschauen möchte. Und zwar ist jetzt ja die Frage, okay, jetzt wissen wir so ein bisschen was über den Heiligen Geist. Jetzt haben wir ihn so ganz grob kennengelernt. Vielleicht kennst du das von so einem Kennenlerntreffen, wenn du irgendwie auf Geschäftsreise oder so bist und da kommen ganz viele Leute aus unterschiedlichen Orten zusammen und stellt man sich erstmal vor, ah, wo kommst du her und für wen schaffst du? Ah ja, und hast du Familie oder ja, machst du Sport oder nicht oder bist du musikalisch? Und man lernt sich so ein bisschen kennen. Und jetzt ist ja die Frage, okay, wie kannst du eine Beziehung zum Heiligen Geist starten? Und da habe ich dir die Geschichte von Cornelius mitgebracht. Und Cornelius war ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann im ersten Jahrhundert. Er hat in Caesarea gelebt, das ist so in Israel da am Meer. Und er hat eine 100 stark, mannstarke Sklavenkohorte befehligt. Und Cornelius, er glaubte an den Gott Israels. Er betete regelmäßig und er gab von dem, was er hatte, an die Armen ab. Und eines Mittags passiert es so, mittags um 3 rum, dass plötzlich ein Engel bei ihm auftaucht. Und da lesen wir dann Folgendes. Eines Tages, es war genau 3 Uhr, hatte er, also Cornelius, eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte, Cornelius sah ihn an und erschrak, was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn, zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Ja, gesagt, getan. Cornelius packt 2 seiner Diener ein und jemanden aus seiner persönlichen Leibwache und schickt sie los nach Joppe. Da sind sie ein bisschen unterwegs, denn damals gab es noch keine Autos. Und während sie unterwegs sind, ist bereits der nächste Tag angebrochen. Es ist mittags um 12 und ein gewisser Simon Petrus geht gerade auf die Dachterrasse, um zu beten. Und auf der Dachterrasse kriegt Petrus Hunger und gibt Anweisung, dass man ihm Essen zubereitet. Und in dem Moment hat Petrus eine Vision. Ein großes Tuch wird vom Himmel heruntergelassen und in diesem Tuch sind alle möglichen Tiere drin. Aber nicht Tiere, die er als Jude essen durfte, sondern lauter Tiere, die er nicht essen durfte. Und eine Stimme sagte zu ihm, schlachte und iss. Und das 3-mal. Und Petrus sagt, nee, sorry, das kommt gar nicht in die Tüte. Also ich habe noch nie irgendwas Verbotenes gegessen und das fangen wir jetzt auch nicht an. Das kommt mir nicht in die Tüte. Und während Petrus dann noch so ein bisschen rumhirnt und überlegt, hey, was könnte denn das bedeuten, kommen unten die 3 Männer an und erkundigen sich lautstark, wurden der Simon Petrus ist, sie haben sich durchgefragt, so wie man das halt macht. Wird ja hier bei uns in Schopfloch oder Hirschweiler oder in Kreschbach oder Bösingen wird das auch funktionieren. Und während Petrus noch sich praktisch darüber das Hirn zerbricht, da spricht der Heilige Geist zu ihm. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte. 3 Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Und es war gar nicht so ohne, weil es waren Männer, die nicht Juden waren. Und das war so ein bisschen problematisch einfach vom religiösen Hintergrund. Und der Heilige Geist sagt, hey, mach dir keine Sorgen, geh einfach mit denen, kein Problem, die sind hier in meinem Auftrag. Petrus, er weiß zu dem Zeitpunkt noch nicht, was eigentlich los ist, aber er geht am nächsten Tag mit den 3 nach Caesarea zu Cornelius. Und Cornelius, der war in der Zwischenzeit ziemlich fleißig, der hat all seine Verwandten eingeladen und seine engsten Freunde. Das Haus war voll, wo Petrus dann hinkam und er fängt seine Rede folgendermaßen an. Er erklärte ihnen, also die da zusammen waren, ihr wisst, dass es mir nach dem jüdischen Gesetz verboten ist, mit einem Angehörigen eines fremden Volkes zusammenzukommen oder ein nicht jüdisches Haus wie dieses zu betreten. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich niemand für unrein halten darf. Deshalb bin ich sofort, als ihr mich holen ließet, mitgekommen. Nun sagt mir aber, warum ihr nach mir geschickt habt. Und der Cornelius, der erzählt dann die Story mit dem Engel und so. Und
Petrus leuchtet es dann irgendwann ein. Petrus leuchtet jetzt ein, deswegen diese Vision. Jetzt hat es auf einmal Sinn ergeben und erklärt den Menschen, was passiert ist. Ihr wisst, überall in Judäa geschah, angefangen in Galiläa, nachdem Johannes der Täufer zu predigen begann. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher, tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren. Denn Gott war mit ihm. Wir Apostel können bezeugen, was er in ganz Israel und in Jerusalem getan hat. Sie haben ihn umgebracht, indem sie ihn kreuzigten. Aber Gott hat ihn nach drei Tage später wieder auferweckt. Danach ließ er ihn nicht von dem Volk, sondern nur von uns erscheinen, die Gott zuvor als seine Zeugen auserwählt hatte. Wir waren es, die mit ihm aßen und tranken, nachdem er von den Toten auferstanden war. Und er befahl uns, überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen, Lebende und Tote, bestimmt ist. Er ist es, den die Propheten vorausgesagt haben und von dem sie sagten, dass alle, die an ihn glauben, auch durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. So, und jetzt fehlt hier was. Ich lese einfach mal weiter vor. Vers 44, Petrus hatte seine Rede noch nicht beendet, da kam der Heilige Geist auf alle seine Zuhörer herab. Es waren auch Gemeindemitglieder jüdischer Herkunft anwesend, die mit Petrus dorthin gekommen waren. Sie waren sehr erstaunt, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über Menschen aus anderen Völkern ausgegossen worden sind. Denn sie hörten, wie die Versammelten in fremden Sprachen redeten und Gott priesen. Die sind erstaunt, auf einmal passiert was, mit dem sie so nicht gerechnet hatten. Beziehung beginnt dort zum Heiligen Geist, wo Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, indem sie die gute Nachricht von Jesus hören und es für sich ganz persönlich annehmen. Und der Petrus, der hat es erklärt, und als er das fertig erklärt hat und die Menschen begreifen, ja, genau darum geht's, da sendet Gott seinen Heiligen Geist. Denn Gott liebt die Menschen, Gott liebt uns Menschen und er hat einen Plan für jeden Einzelnen von uns. Und an Ostern hat er die Voraussetzungen geschaffen. Wilhelm, du hast es vorhin vorgelesen in dem Text, die Beziehung zwischen Gott und Mensch ist ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte zerbrochen, weil wir das Vertrauen, was Gott uns entgegengebracht hat, missbraucht haben. Und jetzt war die Beziehung zerbrochen und es brauchte Jesus, der an Ostern am Kreuz gestorben und wieder auferstanden ist, um diese zerbrochene Beziehung wiederherzustellen und um eine Wirklichkeit zu schaffen, wo wir nicht von Gott getrennt leben müssen. Und da, wo Menschen dieses Versöhnungsangebot annehmen und sagen, ja, ich will nicht mehr einfach nur mein Leben leben und meine Ziele verfolgen und das tun, was ich gerne tun möchte, sondern ein Leben ausrichten auf Gott, dass sie sagen, hey, ich möchte gerne tun, was Gott tun möchte, in mir und durch mich, und dass das Realität in meinem Leben und in dieser Welt wird. Da passiert genau das, da passiert es, was wir Bekehrung oder Wiedergeburt oder zum Glauben kommen nennen. Und dort werden Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Ein zweiter Punkt für heute Abend: mit dem Heiligen Geist leben. Der Heilige Geist wirkt vor allem in Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Und da tut er ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und ich habe euch das hier einfach mal als Übersicht mitgebracht. Er bewirkt die Wiedergeburt, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Er bewirkt, dass er hilft uns dabei, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Er schafft eine Familienähnlichkeit, dass wir Jesus ähnlicher werden. Er schafft eine Einheit unter uns Christen. Er schenkt uns Gaben und er versiegelt uns. Und es wird jetzt heute Abend den Rahmen sprengen, wenn ich auf all die 7 Punkte eingehen würde. Deswegen habe ich einfach mal den einen oder anderen Punkt rausgegriffen, auf den ich gerne eingehen möchte. Wenn es jemand irgendeinen anderen Punkt noch näher interessiert, dann darf er gerne nachher auf mich zukommen. Dann können wir das im persönlichen Gespräch noch kurz erörtern. Oder ihr kommt einfach mal auf den Sven zu oder auf einen von uns Hauptamtlichen und sagt, hey, wir hätten gerne mal irgendwie eine Bibelwoche über das Thema Heiliger Geist. Dann können wir da mal eine Woche machen. Dann können wir das in aller Ruhe uns anschauen. Ich möchte gerne ganz kurz auf die Wiedergeburt eingehen. Es geht hier nicht darum, um irgendwie eine Reinkarnation, so wie man das vielleicht aus asiatischen Kulturen kennt, dass man immer wieder und immer wieder dieses Leben durchlebt, sondern es geht um ein einmaliges Geschehen. So wie
das natürliche Leben, eine natürliche Geburt braucht so am Anfang von unserem Leben, dass wir irgendwann auf diese Welt gekommen sind, so braucht das geistliche Leben eine geistliche Geburt. Und genau das ist das, was bei Cornelius und was bei seinen Leuten passiert ist. Und manchmal gibt es so übernatürliche Phänomene, wie das da in der Bibel beschrieben ist, und manchmal sind die auch nicht so da. Aber das Entscheidende ist, dass der Heilige Geist in unseren Herzen wohnt und von dort aus das geistliche Leben im Menschen zur Entfaltung bringt. Da kannst du eins weiterklicken. Das wäre super. Genau. Jesus erklärt es einmal, ich versichere dir, er spricht dort mit dem Mann, den das auch interessiert hat, wie das funktioniert. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann passiert es, wenn Menschen den Heiligen Geist empfangen, dann werden sie zu Kindern Gottes. Dann werden sie zu Kindern Gottes und Gott spricht ihnen eine neue Identität zu. So wie Eltern manchmal ihren Kindern Kosenamen geben, Räuber oder Süße oder was auch immer. Ich weiß nicht, was eure Eltern euch für Kosenamen geben. Genauso verändert sich auch das, was Gott uns zuspricht. Und das braucht manchmal ein bisschen, bis es vom Kopf in unser Herz hineinrutscht. Aber wir lesen dann in der Bibel Folgendes, was passiert, wenn Gottes Geist in uns lebt, dann verändert er uns von innen heraus. Könnt ihr den nächsten Vers einblenden? Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir Gottes Geist haben, dann dürfen wir aber, das heißt so viel wie Papa, dann dürfen wir Papa zu Gott sagen, weil Gott für uns wie ein Vater sein möchte. Und da das manchmal ein bisschen braucht, bis das runtergerutscht ist, schenkt Gott uns den Heiligen Geist, der uns das immer wieder in Erinnerung ruft, der uns das immer wieder klar macht, hey, du bist ein geliebtes Kind Gottes, so wie du bist, so wie du heute Abend hier sitzt, bist du von ihm geliebt und angenommen. Dann hilft uns der Heilige Geist dabei, die Beziehung zu Gott zu pflegen. Er hilft uns dabei, einfach das zu leben, da dran zu bleiben, da weiterzugehen. Könnt ihr die nächste Folie einblenden? Ich komme zur Familienähnlichkeit. Manchmal ist es ja so, dass wir Menschengewohnheiten übernehmen von Leuten, mit denen wir viel zu tun haben. Ich weiß nicht, mit wem du viel zu tun hast und ob du da manchmal so gewisse Gewohnheiten übernimmst. Mir fällt es immer wieder auf, wenn ich viel mit Leuten zu tun habe, dann verwende ich manchmal irgendwie so Halbsätze, was die auch immer irgendwie sagen oder irgendwelche Füllwörter oder so. Und es färbt einfach ab. Und da, wo wir Zeit mit dem Heiligen Geist verbringen, da macht er uns Jesus ähnlicher. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist das, was Gottes Geist macht. Er verändert uns von innen heraus, er verändert unsere Herzen, dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dass wir immer mehr so werden wie er. Und wie macht er das? Er macht es, indem er uns einfach zeigt, was wahr ist, was richtig ist und was falsch ist, dass er Lebenslügen entlarvt, dass er uns zeigt, was über Gott stimmt und was nicht ist und dass er auch Sünde, die in unserem Leben ist, dass er die immer wieder aufdeckt, dass wir sie ausräumen können. Und er bringt die Charakterzüge, die Jesus hat, in uns hervor. Manche nennen es auch die Frucht des Geistes, kann man nachlesen im Galaterbrief Kapitel 5. Dann schenkt der Heilige Geist Einheit. Einheit unter uns Christen, so wie wir hier sitzen, aber auch zu anderen Leuten in der ganzen Welt, zu Christen in der anderen Welt, zu anderen Gemeinden, zu anderen Denominationen, Leute, die vielleicht ganz anders glauben, vielleicht Leute, die zum Lobpreis aufstehen oder Dinge vielleicht ein bisschen anders sehen. Und dann schenkt uns der Heilige Geist Gaben. Er schenkt uns ganz unterschiedliche Gaben. Manche knüpfen an natürliche Gaben an und manche sind im wahrsten Sinne des Wortes übernatürlich, denn Gott liebt Teamarbeit. Gott liebt es, mit uns im Team zusammenzuarbeiten und er will nicht alles alleine machen und deswegen hat er uns zusammengestellt als ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Begabungen, dass wir einander damit dienen dürfen
Und genau das passiert, dass wir Christus ähnlicher werden, indem wir dem anderen durch die Gaben dienen, die er uns geschenkt hat. Und dazu lesen wir in der Bibel, da dürft ihr einfach nochmal eins weiterklicken, Römer Kapitel 12. So wie euer Körper viele Teile und jedes Körperteil mit seinen besonderen Funktionen hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Gott hat dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere zu kümmern, die es nötig haben, so kümmern sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Gott hat uns ganz, ganz unterschiedliche Gaben gegeben. Und Gott hat uns mit dem Heiligen Geist versiegelt als letztes, als Garantie dafür, dass wir einmal bei ihm sein werden. Und das Ganze ist darauf angelegt, dass wir das multiplizieren, dass wir nicht so bleiben, wie wir jetzt hier sind, die Leute, sondern dass Leute dazukommen, dass andere von dieser guten Nachricht erfahren, dass andere Menschen davon erfahren, dass Gott sie lieb hat, so wie das bei Petrus passiert ist. Gott hätte ihn ja auch auf seiner Dachterrasse chillen lassen können, war bestimmt nices Wetter, hätte er sich noch ein bisschen sonnen können, aber nein, Gott schickt ihm zu diesem Cornelius, zu jemandem hin, wo Petrus selber nie hingegangen wäre. Und so sendet Gott auch uns aus. Er sendet uns zu anderen Menschen. Und das ist das, weshalb ich vorhin gesagt habe, Gott, der Heilige Geist wirkt vor allem in gläubigen Menschen. Weil der Heilige Geist wirkt auch in dieser Welt und er bereitet Situationen vor, so wie er diese ganze Szene bei Cornelius vorbereitet hat. Der Heilige Geist spricht zu Petrus und sagt, hey Petrus, geh ruhig mit denen mit, weil ich habe sie geschickt. Der Heilige Geist sagt dir explizit, hey, ich habe das eingefädelt, ich habe das so vorbereitet. Und damit komme ich zu meinem dritten und letzten Gedanken für heute Abend, nämlich die Kraft des Heiligen Geistes anzapfen. Doch nur weil der Heilige Geist in uns lebt, in unseren Herzen als Christen, heißt es noch lange nicht, dass irgendwie instant so diese ganzen Sachen, die wir da gerade angeschaut haben, dass die plötzlich einfach irgendwie uns bewusst werden oder dass die in unserem Leben hervorkommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben ist es oftmals so, dass ich diese Realität nicht so spüre, dass ich diese Realität nicht so präsent habe, dass irgendwie ich mich voll vom Heiligen Geist fühle und sage, ja, ich gehe jetzt dahin und dahin und irgendwie läuft alles so einfach so, Wilhelm, wie du das vorhin gesagt hast, dass du dir das wünschst, so, dass es irgendwie so einfach so fließt, das wünschen wir uns, glaube ich, irgendwo alle in unserem geistlichen Leben, dass es einfach läuft. Aber warum ist das eigentlich so? Und die Bibel lässt uns da nicht im Unklaren, sondern die Bibel sagt, hey, mit dem Heiligen Geist ist ein bisschen wie mit deinem Handy-Akku. Okay? Der kann ganz voll sein, 100%, der kann aber auch leer sein. Da gibt es auch Dinge, die diesen Akku dämpfen können. Und dieser Akku lässt sich aufladen. Und dazu habe ich euch zwei Bibelstellen mitgebracht, zwei sehr kurze. Die dürft ihr einfach mal einblenden. Das erste ist, betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Singt miteinander Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder und in euren Herzen wird Musik sein zum Lob Gottes. Und dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und ich lese euch gleich noch den zweiten Vers vor. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Das sind so ein bisschen dieses Ding, die Bibel fordert uns auf, uns ausfüllen zu lassen mit dem Heiligen Geist und sie warnt uns davor, dass wir den Heiligen Geist in unserem Leben nicht dämpfen sollen. Es gibt Dinge in unserem Leben, die irgendwie Hindernisse darstellen. Vielleicht sind da Zweifel da bei dir und du sagst, ja, also ich glaube schon theoretisch, dass Gott Großes tun kann, aber irgendwie, dass er es jetzt gerade in meinem Leben tut, ich weiß auch nicht so richtig. Oder vielleicht
hast du auch Angst davor, was passieren kann, wenn du dich dem Heiligen Geist mehr öffnest? Vielleicht hast du schon irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht oder irgendwelche Sachen gehört, wo du sagst, nee, also das soll er mal lieber im Leben von anderen Menschen machen, aber in meinem Leben lieber nicht. Ich hätte gerne auch weiterhin die Kontrolle. Oder vielleicht ist da Minderwert in uns, dass wir sagen, ja, also ja, in den Leuten aus dem Leitungskreis und die, keine Ahnung, die da vorne stehen, die Pastoren und so, ja, da macht er das bestimmt, aber in meinem Leben doch nicht. Weil wir uns irgendwie für unwürdig halten. Und ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt aus deinem Leben. Ich muss sagen, das ein oder andere kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Oder es kann sein, dass wir einfach ungehorsam sind. Dass der Heilige Geist uns an den Wachstumsschritt heranführen will und wir Nein sagen. Und irgendwie damit noch nicht so richtig klarkommen und irgendwie da irgendwie noch brauchen, um da was zu gehen. Weil wir vielleicht eine Beziehung in Ordnung bringen sollen zu einem Mitmenschen und noch nicht bereit sind. Oder die gute Botschaft von Jesus Christus mit unserem Umfeld teilen sollen und es klappt noch nicht. Oder dass da eine konkrete Sünde ist, die es loszulassen gilt. Kann sein, dass wir vielleicht diesen Schritt zurückgehen müssen und mal nochmal hören müssen, hey, was war denn? Was hat der Heilige Geist uns gesagt? Was wollte er in unserem Leben verändern? Und manchmal kann es einfach passieren, dass wir schlichtweg vergessen, im Alltag mit dem Heiligen Geist zu leben. Soll ja vorkommen, oder? Wir sind ganz normale Menschen. Es passiert, dass wir Dinge vergessen, oder? Dass wir Dinge vergessen oder uns Fehler unterlaufen, es passiert einfach. Und warum sollte das jetzt in unserer Gottesbeziehung anders sein? Wir vergessen es einfach manchmal und dann überlagern vielleicht die Dinge aus dem Alltag einfach dieses Bewusstsein, dass Gottes Geist bei uns ist und uns helfen möchte. Und das können alles Gründe sein, die dazu führen, dass der Heilige Geist gedämpft wird. Aber das muss jetzt auch nicht zwangsläufig so in deinem Leben sein. Manchmal mutet Gott uns das auch zu, dass wir seine Gegenwart nicht so spüren. Für eine bestimmte Zeit. Einfach, dass wir uns nicht auf irgendein Gefühl verlassen oder eine Erfahrung verlassen, sondern dass wir uns auf ihn konzentrieren, auf das, dass er da ist, dass diese Beziehung da ist und nicht dieses Gefühl, was durch die Beziehung ausgelöst wird. Aber wir wollen jetzt ja nicht nur bei den negativen Aspekten heute Abend stehen bleiben, sondern wir wollen uns ja anschauen, wie kann man das vielleicht ändern. Also wie geht es, erfüllt zu werden? Petrus, er ist uns da ein Beispiel. Er lebt in dieser vertrauensvollen Beziehung zum Heiligen Geist. Er ist da im Gespräch mit ihm und er lässt sich von ihm entführen in ferne Städte. Wohlgemerkt gegen seine innere theologische Überzeugung. Petrus ist zutiefst davon überzeugt, dass das eigentlich nicht so die Sache ist, die er jetzt tun sollte. Und der Heilige Geist sagt, doch, komm, vertrau mir, geh, das wird eine gute Sache. Und Petrus, er macht sich auf dem Weg. Und die Frage ist, hey, geben wir Gottes Geist Raum in unserem Leben, dass er wirken kann? Petrus, er nimmt sich die Zeit, er geht dahin, er ist mittags auf dem Dach und er betet, wahrscheinlich nicht nur 5 Minuten, sondern wahrscheinlich ein bisschen länger, wenn man in der Zwischenzeit Essen zubereiten konnte. Und wie ist es in unserem Alltag? Gibt es da Momente, gibt es da Räume, wo Gott dir begegnen kann, wo du sagst, hey, ich nehme mir das bewusst raus in meinem Alltag, um dort einfach, das ist so ein geschützter Rahmen, das ist so eine Zeit, wo Gott die Chance hat, zu mir zu reden, wo ich hören möchte auf Gott. Und mir ist es sehr stark in Erinnerung geblieben, als ich vor ein paar Jahren selber als ehrenamtlicher Mitarbeiter noch beim EJW einen Grund- und Aufbaukurs gemacht habe, so hieß es damals. Das ist das, was der ein oder andere jetzt gerade auf dem Dobel macht, um die Juleika-Schulung, um die Juleika zu erwerben. Das war damals noch ein paar Wochenenden. Ich weiß gar nicht, ob da auch ganze Wochen drin waren. Ja, waren ganze Wochen drin, genau. Ja, genau. Und auf jeden Fall, das war so spannend. Da gab es natürlich diese fachlichen Inhalte, die da drin sein mussten, dass wir nachher die Qualifikation bekommen haben. Aber dann gab es auch dieses Leitungsteam. Und dieses Leitungsteam, denen war so unfassbar wichtig, dass Jesus im Zentrum steht. Und das war so cool. Das hat uns so tief einfach geprägt, weil immer wieder klar war, hey, und jetzt ist eine Zeit, wo wir uns auf Gott ausrichten. Und ich weiß noch, eines Vormittags, da hatten wir so eine Anbetungszeit und so eine Zeit, wo sie eine Andacht gemacht haben. Und irgendwie war die Atmosphäre anders in dem Raum. Und wenn ich heute zurückschaue, dann würde ich sagen, der Heilige Geist hat an diesem Morgen diese Atmosphäre gefüllt. Er hat diesen Raum gefüllt und es war spürbar und es war irgendwie so ein tiefer Friede. Es war irgendwie
so eine Freude da, sowas einfach so, ja, jetzt stimmt alles, es ist alles in Ordnung gerade. Und das war so cool und das ist das, was nicht jeden Morgen passiert ist, wenn wir das gemacht haben. Das ist dieses eine Mal zumindest mir so in Erinnerung geblieben. Aber wir haben gespürt, hey, Gott ist da und Gott ist eine Realität und er möchte uns begegnen. Und dann ist die Frage, nehmen wir uns auch Zeit für spontane Begegnungen, wenn Gott irgendwie Zeit hat. Manchmal kommt Gott und sagt, hey, du hast schon kurz geschwind Zeit für mich oder auch ein bisschen länger. Mir ist es diese Woche tatsächlich so gegangen. Es war Dienstagabend, ich wollte eigentlich noch was für die Gemeinde machen. Und ich habe noch ein Buch gelesen für meine Weiterbildung, aber eigentlich wusste ich, hey, Gott ruft mich gerade, dass ich eigentlich jetzt was anderes machen soll, dass ich jetzt eigentlich kommen soll, um ihm zu begegnen, aber ich war natürlich zu stur und habe mein Buch natürlich weitergelesen. Aber ich hatte keinen Frieden darüber, also habe ich irgendwann dann doch nachgegeben. Und es war total cool, weil ich dann noch ein anderes Buch lesen durfte, wo Gott mir voll begegnet ist. Und es richtig genial war. Ich hatte eigentlich was ganz anderes geplant und es nervt mich. Wenn ich was geplant habe, dann will ich es auch umsetzen und nicht was anderes machen. Aber ich fand es irgendwie cool und ich erzähle dir das einfach, weil ich dich gerne ermutigen möchte, dass du sagst, hey, wenn du so einen Eindruck hast, dann prüf den einfach auch mal. Prüf mal Eindrücke, geh Eindrücken nach, so wie Petrus das getan hat mit diesem Tuch. Er hat da noch drüber nachgedacht, er hat da gegrübelt, so dass der Heilige Geist kommen musste und sagte, ey, Petrus, übrigens, da unten, da stehen drei Leute. Geh mal runter, die sollen deine Gäste sein. Aber Petrus, er nimmt es wahr, er nimmt es ernst, was der Heilige Geist zu ihm sagt. Und die Bibel fordert uns dazu auf, dass wir solche Eindrücke prüfen sollen, dass wir Eindrücke, die wir haben, prüfen sollen und gucken sollen, ob das was ist, was Gottes Geist wirkt. Denn Gottes Geist handelt niemals gegen Gottes Wort, sondern immer im Einklang mit Gottes Wort. Und je nachdem, was dann dabei rauskommt, können wir es umsetzen oder sein lassen. Und so macht es Petrus auch und er geht am Ende mit diesen drei Männern mit. Und Paulus sagt einmal, hey, prüft alles und es Gute behaltet. Er sagt nicht, unterdrückt jeden geistlichen Eindruck, dass ihr ja nichts irgendwie was Falsches macht, sondern er sagt, hey, prüft es. Und ich glaube, da tun wir gut daran. Und ich glaube tatsächlich, in unserer Prägung haben wir da noch viel Luft nach oben, solche geistlichen Eindrücke einfach zu prüfen und an der einen oder anderen Stelle dem nachzugehen. Und ich mag dich ermutigen, dass du das tust, auch wenn du vielleicht ganz anders geprägt worden bist und dir vielleicht beigebracht worden ist, mit so Eindrücken muss man ein bisschen vorsichtig sein. Vertraue Gott, dass er dich gut führen wird, dass er dich richtig führen wird und es am Ende, dass du am Ziel rauskommst. Nehmen wir geistliche Herausforderungen in Angriff. Petrus, er geht mit und er lässt sich von Gott hineinführen. Er lässt sich von Gott dahin hineinführen, dass er merkt, hey, Gott will, dass wirklich alle Völker zum Glauben an ihn kommen. Sein geistlicher Horizont wird erweitert. Nicht Juden können Christen werden. Nicht Juden werden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist etwas komplett Neues. Etwas, für das Petrus übrigens im Nachhinein richtig Stress kriegt, als er zurück ist in seine Heimatgemeinde. Und wie sieht es bei uns aus in so einzelnen Bereichen, die ich jetzt genannt habe? Wie ist es zum Beispiel mit der Gotteskindschaft? Ist es was, was uns total bewusst ist? Ist es was, was in unserem Kopf ist oder ist es was in unser Herz gesagt ist? So wie das Kind, das jetzt zum Papa rennt und sagt, hey Papa, guck mal, was ich Cooles gebaut habe. Oder ist das halt so was Theoretisches, was in unserem Kopf hängen bleibt und was die längsten 30 Zentimeter der Welt, nämlich bis zu unserem Herzen, noch nicht überwunden hat? Und wie ist es mit den Gaben bei uns? Setzen wir unsere Gaben ein? Kennen wir unsere Gaben, die Gott uns geschenkt hat, die geistlichen Gaben? Weißt du, welche Gaben Gott dir gegeben hat, mit denen du den anderen dienen sollst, die rechts und links neben dir sitzen? Oder gibt es da vielleicht Nachholbedarf, mal irgendwie Leute zu fragen, hey, was siehst du eigentlich in mir? Ja, habe ich vielleicht die Gabe oder die Gabe? Oder manchmal kann man ja auch so Tests machen, die sind nicht immer 100% zuverlässig, aber die geben einmal so eine grobe Richtung, wo es hingehen könnte und wo es vielleicht auch nicht hingehen kann. Genau, einfach mal so ein paar praktische Gedanken, hey, wie geht es weiter? Oder auch so diese Familienähnlichkeit. Nehmen wir uns Zeit, um ganz konkret uns Gottes Geist auszusetzen und uns sein Wirken auszusetzen. Nehmen wir uns Zeit, um auch geistlich zu wachsen an der einen oder anderen Stelle, um selber
vorwärts zu kommen. Denn geistliches Wachstum, das passiert nicht einfach von alleine. Wenn ich mir dafür keine Zeit nehme, wenn ich im Heiligen Geist keine Zeit einräume, um in mir zu wirken, dann wird wahrscheinlich auch weniger passieren, als wenn ich mir die Zeit dafür nehme. Und ich muss sagen, ich habe das in den letzten 7 Jahren, war das bei mir irgendwie so eine Flaute. Ich habe vorhin von dem gesprochen, dass der Heilige Geist auch gedämpft sein kann. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal vor langer Zeit so eine Entscheidung getroffen, ja, dass ich irgendwie das doch irgendwie selber hinkriege. Ich war zu dem Zeitpunkt schon Christ, ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, aber es war irgendwie so eine Dürrephase auch die letzten Jahre in meinem Leben. Und das ist was, was Gott erst jetzt in, ich sag mal, im letzten halben Jahr verändert hat. Und wo ich gemerkt habe, hey, Gott ist da aber an mir dran geblieben, er geht mit. Und vielleicht erlebst du das auch gerade in deinem Leben, dass du so durch so eine Dürrezeit gehst, wo irgendwie nicht so viel da ist, wo nicht so viel geht. Hey, dann bleib da dran, dann bleib dran und geh weiter. Und kämpf um den Glauben, den Gott dir geschenkt hat. Hey, es ist so wertvoll und es ist so wichtig, was Gott da in dich hineingelegt hat. Gib's nicht einfach auf, bleib dran. Es werden auch andere Zeiten kommen und vielleicht bist du an einem bestimmten Punkt am Kämpfen und weißt nicht so richtig, woran hängt's? Woran hängt's eigentlich? So ging es mir zumindest lange Zeit. Ich wusste nicht so richtig, woran hängt's und es hat lange gedauert, bis ich sozusagen den nächsten Schritt gehen konnte, bis Gott das irgendwie so Stück für Stück aufgedeckt hat in meinem Leben, in meinem Herzen. Warum ist das Ganze eigentlich so existenziell wichtig? Wir brauchen das immer wieder, dass wir neu vom Heiligen Geist erfüllt werden, weil sonst ist unser Christsein vielleicht irgendwie da, das ist irgendwie so ganz nett, aber dann bleibt so eine leere Hülle, wo man vielleicht noch so ein paar fromme Sprüche raushaut, aber irgendwie nicht mehr so wirklich Leben da ist, das Form gibt, das Leben verändert und es dafür zu beiträgt, dass du Jesus ähnlicher wirst. Und weil du ohne den Heiligen Geist in dieser Welt nichts Entscheidendes tun kannst. Weil du ohne den Heiligen Geist in dieser Welt nichts Entscheidendes tun kannst. Du kannst viel bewirken, du kannst viel schaffen aus deiner Kraft, aber du wirst aus der Perspektive Ewigkeit heraus nichts Entscheidendes machen. Und ich komme zum Schluss, öffne dich dem Heiligen Geist in deinem Leben und gib ihm einen weiten Raum, wo er wirken kann, wo er wirken darf. Ich mache dir Mut einfach dazu. Wir brauchen das, dass wir immer wieder erneuert werden, dass da immer wieder was reinkommt, dass der Heilige Geist immer wieder neue Dinge gestalten darf in unserem Leben. Und wenn du sagst, hey, ich gehöre jetzt zu der Fraktion, die ein bisschen Angst davor hat, was da jetzt passieren könnte, hey, ich mache dir Mut. Angst ist in der Hinsicht kein guter Ratgeber. Sie ist keine Frucht des Heiligen Geistes. Lass dich darauf ein, probier es aus, frag mal andere, die rechts und links neben dir sitzen, was ihre Erfahrungen sind. Denn der Heilige Geist, er macht eine Sache, er leitet uns in alle Wahrheit. Und das Kennzeichen von Wahrheit ist, dass sie befreit. Jesus hat einmal gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Kannst du nachlesen im Johannesevangelium Kapitel 8, Vers 32. Amen. Ich mag mit uns beten. Jesus, hab du vielen Dank, ja jetzt einfach für diesen Abend. Vielen Dank, dass du uns deinen Heiligen Geist schickst. Jesus, danke, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dort wo wir ja einfach eine Entscheidung für dich treffen, dort wo wir zum Glauben kommen durften und du siehst, wie es in uns aussieht, in uns geistlich aussieht, ob da irgendwie so eine Dürre ist, ob da gerade die Fülle deines Geistes wirkt und ich bete darum, dass du uns ganz neu erfüllen magst mit deinem Geist. Ich bete darum, dass du ja, uns einfach neu ausfüllen magst und dass wir aus der Kraft deines Geistes leben dürfen. Ich bete, dass wir lernen dürfen, wie das funktioniert und ich bete, dass du uns das zeigen magst und dass du, Heiliger Geist, uns in alle Wahrheit führst, dass du ja die Atmosphäre in unserem Miteinander bestimmst und dass du ja auch einfach die geistliche Atmosphäre in unserem Leben bestimmen magst. Amen.